Dusis wird dann die Erdgas-Hochdruckleitung angeschlossen. Für das werden auf dem Gemeindegebiet über 4 km lange Leitungen verlegt. Im Dorfkern wird hier dafür grosses Geschütz aufgefahren. Die Strasse muss aufgerissen werden, damit die Leitungen in einem offenen Graben verlegt werden können. Weiter dorfauswärts in der Industriezone wird ohne so einen offenen Graben geschafft. Um den Verkehr und die vorhandene Infrastruktur möglichst wenig zu beeinträchtigen, kommt eine Spülbohrung zum Einsatz. Es gibt verschiedenste Arten von Grabungen. Einerseits gibt es eine grabenlose Unterstossung, wie wir jetzt hier bei der RHB gerade mitverfolgt haben. Es wird eigentlich die Gleisanlagen von der RHB werden mit einem Spülbohrverfahren werden unterstossen, sodass man eigentlich ohne offenen Graben die Leitung kann unter dem Trasse von der RHB unten durchfahren. Stück für Stück wird das Rohr unten durchgezogen und nach knapp einer Stunde hat die 20 cm dicke Leitung die andere Seite erreicht. Gut. Bevor das Erdgas überhaupt in den Tausender Leitungen ankommt, läuft es durch eine Druckreduzierstation am Dorfeingang. Sie tut den Druck regulieren, sodass das Erdgas nachher weiter in die Haushalte und Unternehmen fließen kann. Die Anlage wird von IBC Energie Wasser Chur überwacht, die die Federführung beim gesamten Projekt hat. Wir hatten eigentlich das Ziel, die Dusis nach der Umnutzung der Oleodotta del Reno-Leitung eigentlich mit Erdgas zu versorgen. Und da sind wir eigentlich sehr positiv aufgenommen worden in Dusis für die Gemeinde. Und dann haben wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt, Partner zu suchen, da im Raum Dusis, wo wir mit uns das Projekt könnten realisieren könnten. Und wir haben dann mit der Firma HMK gefunden, eigentlich die Firma, die mit uns oder für uns Planung gemacht hat, die örtliche Bauleitung, das Ganze an Ausmaß. Und eigentlich die Firma hier vor Ort, die eigentlich die verlängerte Hand von der IBC war. Die über 4 km lange Versorgungsleitung kostet insgesamt 2 Millionen Franken.